Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, im September vergangenen Jahres waren wir erschüttert über die Bilder aus Nordrhein-Westfalen. Ein gefesselter Flüchtling lag am Boden und hatte den Fuß eines Wachmanns in seinem Nacken. Die Bilder stammten aus einer Notunterkunft für Geflüchtete in Nordrhein-Westfalen. Bereits zu diesem Zeitpunkt haben wir den Senat aufgefordert, Maßnahmen zum Schutz Geflüchteter vor derartigen Gewaltausbrüchen zu ergreifen. Die Menschen fliehen aus kriegerischen Auseinandersetzungen, vor Vertreibung, vor Hunger und Elend. Flüchtlinge gehören zu den schutzbedürftigsten Gruppen in unserer Gesellschaft. Das Leben und die Sicherheit der Schutzbedürftigen muss höchste Priorität staatlichen Handelns haben. Inzwischen haben wir leider auch vor unserer Haustür Gewaltausbrüche gegen Flüchtlinge verzeichnen müssen. Ausgerechnet von denjenigen, die dazu engagiert wurden, Flüchtlinge vor Übergriffen zu schützen. Sie kennen sicherlich alle die Videos vom Gelände des Landesamtes für Gesundheit und Soziales. Die Videos zeigen deutlich, wie Sicherheitsmitarbeiter der dubiosen Firma SpiceX auf brutalste Art und Weise Menschen verprügeln, die ohnehin auf dem Boden liegen. Das wäre in jedem Falle fatal. Wenn es sich bei den Opfern jedoch um traumatisierte Menschen handelt, ist der Skandal um einiges größer. Nun fragen sich einige, wie könnte es so weit kommen? Warum haben wir das alles nicht mehr im Griff? Ich erkläre es Ihnen. Im Rahmen öffentlicher Ausschreibungsverfahren bekommen große Firmen den Zuschlag für bestimmte Sicherheitsobjekte. Das ist die Quelle allen Übels. Die öffentliche Sicherheit ist nicht verhandelbar, und sie darf nicht in die Hände intransparent handelnder privater Sicherheitsunternehmen vergeben werden. Nun nimmt eine große Firma den Auftrag an und gibt ihn weiter an Subunternehmer. Subunternehmer geben die Aufträge ebenfalls weiter an Subunternehmer. Und am Ende entsteht ein Geflecht an beteiligten Unternehmen und keiner blickt mehr richtig durch. Wenn wir dieses Geflecht schon nicht unterbinden, sollten wir ein Mindestmaß an Standards einführen, die für alle gelten. Die individuelle Kennzeichnungspflicht, wie sie hier von der Fraktion der Piraten eingefordert wird, ist ein Schritt, liebe Kolleginnen und Kollegen, in die richtige Richtung. Diese Forderung haben wir damals für die Polizei gestellt und durchsetzen können. Die bisherigen Erfahrungen sind ausschließlich positiver Natur. Wenn wir die öffentliche Sicherheit schon in die Hände dubioser Firmen vergeben, sollten wir auch zumindest die Mindestauflagen für Beschwerden übernehmen, der auch unserer Polizei unterliegt. Ein verprügelter Mensch muss doch wohl die Möglichkeit haben, sich darüber zu beschweren, dass er verprügelt wurde. Das ist ja wohl das Mindeste, meine Damen und Herren. Die vorbeugende Wirkung individueller Kennzeichen ist einleuchtend. Und deshalb ist dieser Antrag aus unserer Sicht unterstützenswert. Trotz unserer Zustimmung kann dies jedoch nur ein Anfang sein. Wir müssen sicherstellen, dass alle eingesetzten Sicherheitsmitarbeiter ein erweitertes Führungszeugnis einreichen und diese Zeugnisse seitens der Auftraggeber auch tatsächlich eingefordert und kontrolliert werden. Zudem reichen die Sicherheitsprüfungen nach Gewerbeordnung § 34a noch lange nicht, um Sicherheitsangestellte in sensiblen Zusammenhängen mit Flüchtlingen einzusetzen. Dies gilt insbesondere in Bereichen, in denen Spannungen wie zum Beispiel auf dem Gelände des Lageso vorhersehbar sind. Wenn uns traumatisierte Menschen erreichen, ist es verdammt nochmal unsere Pflicht, ihnen einfühlsam entgegenzutreten.
Deshalb ist es unbedingt notwendig, dass zusätzlich zu der Sicherheitsprüfung auch interkulturelle Kompetenzen im Rahmen von Schulungen trainiert werden und diese für den Einsatz entsprechender Mitarbeiter vorausgesetzt werden. Zusammengefasst, die Weitergabe der öffentlichen Sicherheit an private Dienstleister befreit den Senat nicht von der Pflicht, die Erfüllung dieser Aufgaben zu kontrollieren. Die öffentliche Sicherheit ist nicht verhandelbar und sie muss ohne Wenn und Aber gewährleistet werden. In den vergangenen Wochen und Monaten haben wir gesehen, dass dies jedoch nicht umfassend geschieht. Der richtige Weg wäre es nun, auf geschulte Polizeibeamte des Objektschutzes im Bereich der Flüchtlingseinrichtungen zu setzen. Wenn die Koalition schon nicht über genug Sachverstand verfügt, um diese sinnvolle Maßnahme umzusetzen, dann sollte sie wenigstens den Anstand haben und Mindestauflagen für das Sicherheitspersonal formulieren, das insbesondere im Zusammenhang mit Geflüchteten zum Einsatz kommt. Hierzu gehört unter anderem eine individuelle Kennzeichnungspflicht. Wie bereits erläutert, kann dies jedoch nur ein Anfang sein. Eine Reihe an Auflagen, wie zum Beispiel Voraussetzung interkulturelle Kompetenzen und besondere Schulungen, müssen selbstverständlich dem noch folgen. Herzlichen Dank.